Guten Abend zur Premiere der neuen Homepage von Helmut Marquardt, denn in wenigen Minuten ist es soweit. Die neue Homepage geht online. Hinter uns liegen 2 Monate Arbeit. Das ist das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist. Und wie der Weg dahin war, das wollen wir in diesem Video ein wenig erklären. Ein herzliches Danke auch an dieser Stelle an Trion, die Digitalagentur, mit denen wir dieses Projekt umgesetzt haben. Nun schauen wir auch erstmal bei Trion vorbei. Und dann können Sie sich jetzt anschauen, wie so eine Homepage entsteht. Nachdem wir den Designern der Homepage ein wenig über die Schulter gucken konnten, kommen jetzt die Hauptverantwortlichen zu Wort. Das heißt einerseits natürlich Helmut Marquardt, dessen Homepage das ist, und Benedikt Herrmann, der Geschäftsführer von Trion, der dieses Projekt mit mir zusammen gestaltet hat. Ja, ich habe gelernt als alter weiser Buchstabenmensch, dass es notwendig ist, auf allen Wegen mit den Leuten zu kommunizieren, besonders auch mit den Jungen. Habe ich meine jungen Mitarbeiter haben mich überredet, Homepage zu machen und dergleichen, weil das notwendig ist. Und ich denke, der Zweck heiligt die Mittel. Ja? Wenn Jesus gewusst hätte, dass es Twitter gibt, hätte er wahrscheinlich seine Bergpredigt auch millionenfach über dieses Medium verteilt. Ja, also bei uns ist es natürlich so, dass wir in der Agentur alle sehr stolz drauf sind, so einen hochdekorierten Medienmogul in unserem Portfolio haben zu dürfen. Und gleichzeitig ist natürlich auch sehr schön, ich bin selber, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, so Mitte der 90er Jahre, da ist auch unsere Firma übrigens gegründet worden, also unser Medienunternehmen ist auch 1994 gegründet worden und ich war da selber so 13, 14 Jahre alt und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich da so abends beim Fernsehen mit meinem Vater, da kam dann irgendwie die Werbung und dann erinnere ich mich super, super gut dran, wenn dann die Fokus-Werbung kam, die damals ja schon irgendwie sehr aufbrausend, da hat sie was bewegt, wie das farblich kodiert war in dem bläulichen Ton und sie kamen dann immer mit den aktuellen Themen, die Emotionen, was die Hirnforscher damals, erinnere mich auch sehr gut dran, dass die Hirnforscher eben herausgefunden haben, dass Frauen anders denken als Männer und so weiter und am Ende dann dieses Fakten, Fakten, Fakten und das ist natürlich geblieben und auch bei uns in der Agentur geblieben. Wir sind ja 1994 gegründet und haben dann von Anfang an ja Kommunikationsaufgaben für unsere Kunden übernommen. Da waren natürlich dann auch entsprechende Medien vertreten, wo wir um sie eigentlich gar nicht drum herum gekommen sind. Also hier in München mit Gong und dem Fokus, da waren wir natürlich dann auch Werbetreibende, die halt entsprechende Anzeigen bei ihnen gekauft haben. Aber ich glaube trotzdem noch für uns, für unser Team ist schon eins geblieben letztendlich oder was da verbunden wird. Einmal das Thema Fakten, Fakten, Fakten als geflügeltes Wort, dann in Kombination mit Ihnen, Herr Marquardt, und dann eben mit dem Fokus und so sieht man sie auch. Also bei uns die Programmierer haben sofort gesagt, als das Projekt angefangen hat, der vom Fokus, der Fakten, Fakten, Fakten. War sehr schön, ja. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe ja da gelernt, dass mein Printmedium Fokus, ein richtiges letztes groß neu gegründetes Printmedium, durch das Medium Fernsehen populär geworden ist. Dieses Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken ist heute noch ein geflügelter Slogan, einer der bekanntesten. Neben Persil bleibt Persil oder ich weiß nicht was. Das rufen mir die Leute auf der Straße nach, das kommt in jeder Veranstaltung vor. Deswegen habe ich gelernt, dass man jedes Medium nutzen muss, um seine Botschaft zu verbreiten. Ich habe mir das angesehen. Ich habe damals ja sozusagen Nachgründungen vorgenommen. Ich habe Focus Online gegründet noch und Focus TV. Und Focus Online habe ich nach altmodischen, zeitungsartig, Ressort aufgegliederten Prinzipien gegründet. Das hat sich aber toll weiterentwickelt. Meine Zeitungsvorstellung ist dahingegangen, weil die Nutzer uns bestimmen. Die Nutzer entscheiden, was genutzt wird und was nicht und was wir weglassen sollen und was wir stärker nach vorne pushen. Und heute kann ich sagen, Focus Online ist eines der erfolgreichsten Online-Medien in Deutschland, immer unter den ersten 3. Ja, wie immer geht es darum,
wie der Herr Marco, der auch selber gerade gesagt hat, die Leser zu verstehen, den Menschen zu verstehen. Und das auch auf der, bei der Webseite geht es auch darum, im Zentrum steht der Mensch, welche Menschen nutzen das, welche Menschen lesen diese Webseite, welche interagieren mit dieser Webseite. Und so gehen wir da auch ran, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, wer ist denn der Mensch, der auf der Webseite dargestellt werden muss und wer sind denn die Menschen, die über die Webseite dann diesen Menschen näher kommen sollen. Deswegen fangen wir da an, erstmal mit Analysen. Die Zielgruppen werden analysiert, Mitbewerber werden analysiert, die Positionierung wird herausgearbeitet und dann geht es eben in die Programmierung, ins Design und letztendlich in die Umsetzung. Und in diesem speziellen Fall war es uns sehr, sehr wichtig, Herrn Marquardt leben zu lassen auf der Webseite, sodass man erstmal den emotionalen Bezug zum Menschen Herrn Marquardt herstellen kann als Besucher der Internetseite, behind the scenes blicken kann, den Menschen kennenlernt, emotionale Nähe findet über die Webseite und schlussendlich dann natürlich die politische Botschaft vermittelt wird. Ja, natürlich, die Mischung meiner Persönlichkeit ist ja interessant, finde ich, auch wenn ich versuche, mich von außen zu betrachten. Ich bin 60 Jahre Journalist, davon 40 Jahre immer Chefredakteur. Das ist sicher das wichtigste, prägendste, professionellste an meiner Sache. Aber auch die Schauspielerei, die ich von der Schulzeit her, vom Gymnasium noch mit Freunden gemacht habe, mit denen ich heute noch spiele, soweit sie noch leben, spielen wir noch mit alten Schulfreunden. Ist natürlich ein spannendes Hobby und ich habe immer wieder mich gefreut, wenn mich jemand gerufen hat, am Anfang in Laiengruppen, wie man so sagt, in Liebhabertheatern, aber dann auch bei professionellen Theatern habe ich mitspielen dürfen, größere Rollen, das ist mir eine große Freude, aber vor allem bin ich Journalist, das ist das Wichtigste, das andere sind Hobbys. Ja, im Jahr 2022 denken wir natürlich absolut mobile first. Das heißt, die meisten Menschen, die auf diese Webseite kommen, unabhängig von der Altersgruppe, werden mit einem Smartphone diese Webseite besuchen. Deswegen versuchen wir dort eine Kombination zu schaffen aus großflächigen Bildern bzw. audiovisuellen Elementen wie Videos in Kombination diese Dinge auf das kleine Display zu bekommen im Hochformat. Und das wird die Zuschauer bzw. die Besucher der Webseite erwarten. Und um was es auch natürlich im Jahr 2022 immer mehr geht und auch immer mehr gehen wird, ist die Verknüpfung der sozialen Medien mit Webseiten. Und so haben wir es auch in diesem Fall gelöst, dass eben soziale Posts, die in den sozialen Medien erscheinen, automatisch auch auf der neuen Webseite erscheinen und umgekehrt. Also diese Verknüpfung der verschiedenen Medien, Text, Bild, Bewegtbild, Audio, das möglichst kurz und prägnant dargestellt, eine klare Übersicht, klare Struktur, damit die Menschen sich gut und einfach zurechtfinden und sofort die Informationen bekommen, auf eine emotionale Art und Weise dargestellt. Das ist das, was wir versucht haben umzusetzen und was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. So, und was nun nach 2 Monaten intensiver Arbeit dabei herausgekommen ist, dürfen Sie sich jetzt gleich hier anschauen. Denn automatisiert geht jetzt gleich die neue Homepage online nach diesem Video. Vielleicht noch ein paar Worte zu Social Media und Internet heute. Politische Kommunikation, aber auch jede andere Öffentlichkeitsarbeit funktioniert heutzutage ohne Internet nicht mehr, sondern es ist ein neuer Baustein, der zu den klassischen Medien hinzugekommen ist. Sprich, Kommunikation durch die sozialen Netzwerke und natürlich auch über die Homepage. Und die sollte dann dementsprechend auch übersichtlich und gut sein. Dieses Urteil dürfen Sie jetzt gleich fällen. Und nun viel Spaß mit der neuen Homepage von Helmut Marquardt.